mich da schon voll dran gewöhnt, zerstöre nicht meinen Wochenablauf. Ich bin ja Autist, ja. Wir wollten doch dann sowieso irgendwann noch ein anderes Spiel weiterspielen. Es würde einfach Donnerstag das Spiel wechseln. Ich sehe euch jede Woche um 19.30 Uhr. Oh, Clint hat übrigens Geburtstag. Jede Woche um 19.30 Uhr, nächste Woche kann ich nicht. Haley hat mir einen Kuchen, ein Brot gebacken und ich hab's genommen und hab's ihr als Geschenk geschenkt und sie hat sich gefreut. Sehr nice. Ich mach mir jetzt mal an Nudeln, bin gleich wieder bei euch. Ich bin Autist, ja, ich bin kein Autist, aber ich erkenne welche, wenn ich welche sehe oder so. Und, wo siehst du hier welche? Anscheinend nirgendwo. Ich finde gut, dass Lumi sich bei sowas auch nicht mutet, sondern immer ihr Mikro schön offen lässt, dass man alles hört. Sämtliches Geknatsch und Geknirsche hört man schön laut. Warum ist denn hier eine Bombe drin? Die hat ja nichts zu suchen. Ach, dann lager sie halt um. Ja, hab ich gerade zur anderen Bombe. Ich wollte letztens nie extra noch umlagern. Ja, Haley, viel Spaß. So, bin ich jetzt wieder ein bisschen durch Dinges laufen. Überlegt euch einfach mal, was man einem Goblin schenken könnte. Ja, ich will bei Waffen. Oder Rüstung. Nee. Geht nicht. Dann nur mal bei Gold. Ja, ich will euch ja nicht in irgendeine Richtung lenken. Probiert einfach. Kannst mir ja trotzdem zumindest sagen, ob es falsch ist, auf was ich jetzt gekommen bin. Dann kann ich jetzt zumindest falsch. Selber durchprobieren, okay. Ja, denn. Erze sind genauso falsch, wenn wir schon gerade dabei sind. Logisch wäre ja einem Goblin eine Goblin-Frau zu schenken, nur das im Spiel gibt es ja nicht. Wir sind nicht bei Bauersuchtfrau. Ja. Generell ist, glaube ich, jedem männlichen Geschöpf eine Frau schenken immer eine gute Option, wenn es das hergibt. Och, Gas, ernsthaft? Ich will Geoten aufbrechen, was rennst du weg, du Spinner? Jetzt rennt der Freitag schon wieder weg. Rennt der Freitag nicht immer weg? Aus. Ich dachte Mittwoch. Vielleicht auch beides. Kann gut durchaus möglich sein, aber wenn ich mich so oft von Arbeit flüchten würde, ich glaube, da wird mein Chef mir einen Vogel zeigen. Er ist aber selbstständig. So eine Sau. Was nimmt er sich raus? Selbstständig zu sein, dieser Arsch. Ja eben. Angestellt muss er sein. Muss geknechtet werden. Eben. Was anderes verdient er gar nicht. Das stimmt nicht. Doch, doch. Nee. Doch, du bist ganz schön hämisch heute. Naja, ich bin so wie ich bin. Ich bin wie ich bin. Na, 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 na. Life is life. 99 Mal. So. Ja, wir haben ein paar Ancient Fruits, ja. Wir haben ein paar davon. Düpp, 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 düpp. Braucht man die eigentlich für irgendwas? Oder sind die einfach nur wertvoll? Die sind einfach nur zum Verkaufen. Ah. Oh. Oh, ich habe einen Ornamentenstein. Eine prismatische Scherbe! Lull. Läuft. Hat Lumi, glaube ich, gar nicht mitbekommen, oder? Nö, die ist ja nicht da, logisch. Das nicht mitbekommen. Wir haben jetzt zwei prismatische Scherben. Was machen wir mit so viel Quatsch? Keine Ahnung. Verkaufen. Wir haben zu viel davon. Wobei, da könnten wir Lumi ihren Heiratsring holen. Ja, könnte man jetzt basteln, ja. Eben, sie ist ja eh gerade nicht da. Da brauchst du es ja auch nicht hören. Da bastel ich mal einen Heiratsring und leg ihn in die Truhe. Okay? Hallihallo, Darkseid! Herzlich willkommen in meinem Stream. Hast du wirklich überhaupt Spaß zu spielen, wenn er alles im Wiki nachschaut? Ja, keine Ahnung. Das ist ja auch mein Argument immer. Ja, ich habe trotzdem noch Spaß zu spielen. Da ich die anderen beiden ja leiten kann.
Benny wollte ja schon letztens aufhören, hat er gesagt. Hä? Hä? Dann hab ich gesagt, dass ich aufhören wollte. Ja, da können wir jetzt aufhören, wir haben ja schon alles geschafft. Das habe ich heute gesagt und das war ein Witz, weil er dann nach drei Jahren kommt. So. Letztens. Ja, letztens, das reicht ja. Was habe ich verpasst? Nix. Du hast, wir haben können Heiratsring holen. Hallo, Kishka. Oh, Benny. Das wusste doch schon, dass wir einen Heiratsring holen können. Ich habe meine prismatische Scheibe auch in die Truhe geschmissen. Ich habe gerade noch eine prismatische Scheibe gefunden. Warum findet ihr alle prismatische Scheiben? Und du kriegst keine davon, ja! Weil ich in den Steinbruch gegangen bin. Ich will auch eine, ich will nur noch heiraten. Ja, du kriegst die ja. Krieg ich die von euch? Ja, du musst dich mal drum kümmern, einen Mann zu kriegen. Ich hab doch schon einen Mann in Aussicht, warte mal, wo ist der? Ja, in Aussicht, 10 Herzen und so, gib ihm. Ich hab schon 10 Herzen, es fehlt nur noch der Hochzeitsring. Okay, heirate ich den jetzt? Heirate ich den wirklich? Dumi kann sich nicht entscheiden. Was? Dumi kann sich nicht entscheiden, das wird nix. Nee, kann ich auch echt nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich den so pralle finde, aber es wird dann klar verzeihen. Alter! Der Popo ist nicht knackig genug! Ja, komm her! Ja, komm her! Dem, dem die den Heiratsring schenkst. Ja, komm her! Ich dachte, den brauche ich für die Hochzeit dann erst. Nein. Da in die Truhe. Mann. Ja, ja. Warum hast du ihn selber gebracht? Ich wollte ihn machen. Es muss meiner sein, du sieht man das, dass das nicht dann von mir getraftet halt ist. Dann mach ihn auch einfach, wenn ich den was mache, schau was anderes. Okay, pass auf, ich weiß gar nicht, wo der ist. Ich geh jetzt zu ihm und halt um seine Hand. Soll ich sie raussuchen? Das sind plasmatische Scherben und Scherben, keine Ahnung. Was? Und für die Heirat mit anderen Spielern? Naja, nicht nur, du kannst damit auch Schwerter machen. Also ein Schwert. Nee, es ging eben gerade um darum, dass sie sterben, nur dass man damit nur andere Spieler heiraten kann, dass das völlig irrelevant ist für Leute, die man in-game heiratet. Aber ich will dem ja nur das Beste vom Besten geben, das wird mein Mann, ja. Ja, ich dann gib ihm eine Scherbe von mir. Ich will man damit mit NPCs braucht man doch das andere. Alter, da ist er doch. Jetzt lass mich mal meinem Emo. Ich dachte, es geht beides, tatsächlich. Oh, war meine Vermutung. Ach, hör auf rumzusülzen, ich will dich jetzt heiraten. Bleib mal stehen. Kann ihm den nicht geben? Vielleicht musst du das ja, dann geht's vielleicht wirklich nur mit Elf. Nicht dein Ernst, ich meine, die ganze Zeit auf diesen Hochzeitsring und kann ihm den nicht geben? Ja, Louis musste wohl Felix heiraten. Ja, gibt jetzt dieses blöde Amulett, wann kommt kommt dieser alte Wenn Typ? Sturm Bei ist. Regen. Oder Regen, ja. Toll. Im Winter halt nicht, das heißt, du musst der die ganze Dekade noch warten. Kackt, Leute. Ja, wer so lange wartet? Ich sag dazu jetzt nichts. Weißt du, nach 3 Jahren kommt der Papa wieder, der Geist, und sie ist immer noch nicht verheiratet. Ja, sorry, ich bin halt eine Frau und kann auf eigenen Füßen stehen. Was wollt ihr denn? Auf eigenen Füßen stehen? Naja, du kannst dich bis ewig lange nie entscheiden. Ach Mann, es rennen halt so viele beschissene Kerle da draußen rum. Keiner von denen ist perfekt. Muss ich dann halt für irgendwas entscheiden? Frauen! Wenn du kein Regentotum craftest, also muss ich jetzt im Winter warten? Nein, dann. Du kannst einen Regentotum craften, ja. Ich sorge dafür, dass es morgen regnet. Das aber ich glaube, im Winter geht das nicht. Was? Ich glaube, im Winter kriegst du es nicht zum Regnen. Ja, eben. Deswegen kannst du das ja nur. Oh, ich habe eine Gassequenz. Ich kann gar kein Regentotum machen. Eine Gassequenz? Oh, hallo, mein Freund. Voll. Haha, Lumi. Das Leben ist scheiße. Was ist denn los? Ach, Chris, zurück. Ich bin nur gerade die Erträge des letzten Monats durchgegangen und es sieht nicht gut aus, Ben. Am schlimmsten ist, ich sage das ungern, weil sie eine Freundin ist. Pam, sie hat ihre Rechnung seit Wochen nicht bezahlt. Aber ich kann sie nicht dazu zwingen. Ich weiß, dass sie nicht sich da angegriffen fühlt und ich will ihre Gefühle nicht verletzen. Ben, du musst mir helfen. Oh. Ja. Gasse, ich bin unheimlich durstig, wenn du verstehst, was ich meine. Keine Ahnung, ob ich die Stimme sinnvoll mache. Oh, okay, Pam. Ben, was ist hier los?
Kneipe ist in finanziellen Schwierigkeiten, du musst deine Rechnung endlich bezahlen. Die Kneipe ist in finanziellen Schwierigkeiten. Im Ernst? Das ist ja furchtbar. Oh. Nun, dann begleiche ich wohl besser meine Schulden. Danke, Pam. Und danke dir, Ben. Dann kümmere ich mich mal um dein Getränk, Pam. Diejenige, die gesagt hat, was soll ich in jeden Donnerstag machen, wenn ich nicht mit euch zocke? So, ich bin ja da. Ich hätte wirklich viel, viel bessere Sachen zu tun. Ah, willkommen zurück. Ja, du ich hast wirklich viel, viel bessere Sachen zu tun. Also eine Sequenz. Lass mal deinen Spielstand drüber wandern. Du brauchst einen Sugar Daddy. Chris, du. Einen hübschen, hübschen Sugar Daddy. Du brauchst... Ah, jetzt wissen wir, was Lumi braucht. Lumi braucht auch einen Sugar Daddy. Ja, eben. Wollen wir nicht alle einen Sugar Daddy haben? Problem ist, dass man mit dem irgendwie Sex haben muss oder sowas, ne? Meinst du? Für einen bestimmten Alter nicht mehr. Mussten bloß aber zu die Eier kraulen. Das ist schon eklig genug. Stimmt, Clint hat heute Geburtstag, denk dran, ne? Wer hat Geburtstag? Was, Clint, der Schmied hat Geburtstag. Ist mir sowas von der, der ist in der Links, Kneipe. Ne? Ach ja, warte mal, das schaffe ich noch. Da habe ich nämlich gerade aus Versehen was zum Geburtstag geschenkt. Die anderen Geburtstag. Ich bin. Schenk ihm jetzt den Wein, den mir die Emily geschenkt hat. Ja, okay. Wieso schenkt der Emily einen Wein? Aber das ist ja dann richtig weil gut, weil das ist. Steht. Das ist keine sinnvolle Begründung, warum Emily ihr einen Wein schenkt. Ja, für mich bist du halt nicht so der Sugar Daddy, für mich bist du dann nur so der Sugar. Du lebst schon noch, oder was? Ja, es stellt sich gerade vor, dass du geschult von Knorkator läuft, das passt. Was Lockhart? Wo ist er denn? Knorkator? In der Kneipe. Knie, Knack, grad, Kneipe, 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 grad, Knipp. Ich hab grad echt Lockhart verstanden. Nee, Knorkator. Sugar. Du bist wieder Sugar Daddy für mich, ohne dass ich mit dir Sex haben muss. Das ist voll gut. Felix und Ben müssen es halt haben, ne? Ja, eben. So. Was? Bei wem muss ich Sex haben? Wie war das auf der TwitchCon und so? Da ist von Kennern sexuellen Übergriffen die Rede gewesen, ja. Ja, keine sexuellen Übergriffe. Also ich würde das nicht verneinen. Moment mal, was, Felix? Okay. Also Chris, ne, geht's los. Also halt dich an Felix, der freut sich. Nein. Ich meinte Lumi also. Um Lumi ging's aber nicht. Lumi ist gar nicht auf der TwitchCon. Ich hatte das aber so verstanden. Nee, um Lumi ging's nicht. Egal, was in deiner Fantasie abläuft, aber die Regel. Vor allen Dingen hast du eine Freundin, mit der du zusammen wohnst. Du bist raus. Ja, eben. Datsch keine vergebenen Männer an, das macht nur Ärger. Was, du datschst keine? Du sprichst komisches Deutsch. Datschen ist doch wohl normales Sächsisch. Ja, aber ich habe nur datschen verstanden und ich datsch keine anderen. Das ich datsch keine vergebenen Männer an. Das freut sich schon, er sagt, du siehst auch hübsch aus, Felix. Siehst du? Hast einen Verehrer. Los geht's. Nee. Du bist ja gemein. Ich bin nie gemein, ich bin durch und durch. Mach den Ending-Stripe für dich, Chris. Uff. Was, uff? Felix, du kommst anscheinend gerade nicht mit Gedanken. Das ist nicht so schlimm. Aber keine Angst, bevor ich das mit der Landing Stripe gesagt habe, hat Chris passend rumgeschwenkt zu dir, Ben, und du kriegst ja alles mit. Ach. Ich sag mal so, einen Knuddeln und einen Umarmen ist auf der Twitch schon gerne drin. Knuddeln und Umarmen. Nur wenn ich in einem Hasenkostüm stecke. Im Hasenkostüm? Nö, im Hasenkostüm gehe ich nicht zur TwitchCon. Na, warum gehst du nicht im Hasenkostüm zur TwitchCon? Weil ich mir eine Jacke bestellt habe, mit der ich da hingehen will. What the fuck? Oh. Du hast dir extra eine Jacke bestellt, um zur TwitchCon zu gehen? Ja, ist das der Tarnumhang? Nee, da hatte ich eine Jacke mit meinem Logo auf dem Rücken. Aber ein Hasenkostüm wäre voll nice. Ich habe aber erstens kein Hasenkostüm, sondern ein Zebrakostüm. Ja, dann besorg dir eins, du hast ja noch Zeit. Ich habe gestern Dieter da Film geguckt. Dieter, wo bist du hin? Ich glaube, ich habe es eventuell verpennt, rechtzeitig pennen zu gehen. Ja, habe ich. Ja, schade. Schlaf also auf dem Hof ein. Was ist los mit dir heute? Du wirst erst bewusstlos geschlagen, dann pennst du irgendwie. Ja, die Gespräche sind zu interessant, die wir gerade haben. Das sind Lumi-Gene, ganz einfach. Du kannst Felix ja dann einen richtigen Hasen zeigen, Chris. Ich bin ja nicht auf der TwitchCon, von daher Arsch lecken. Solltest du vielleicht mal machen. Was, Arsch lecken?
Nee. Das kannst du wahrscheinlich auch machen. Das kannst du wahrscheinlich auch machen. Also wenn du auf Arschdecken stehst, kannst du es natürlich auch machen. Es sei ja nichts dagegen gesagt. Muss er nicht drauf stehen, kann auch so machen. Oh, ich habe noch eine Bombe bekommen. Free Bomben. So, lass mal gerade gucken. Was ist das 8x8? Was, 8x8? Nee, 9x9. 3x3. 9 Felder insgesamt, meines Wissens, oder? Ach nee, ist nicht. Nee, vollkommen. Es sind 5x5. Ja, baller, baller. Was ganz anderes. 2, 3, 4, 5. Erstmal Heu wegschmeißen, Manni, ne? Warum denn Heu? Kannst du einlagern, das ist falsch bei dir. Hä, einlagern? Ja, in unsere Silos. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Ich hab's schon gecheckt. Einen weißen Van, Chris. Der Gangband-Van von Bankross. Ein weißer Van mit Free Candy auf der Seite. Sag mal, Lumi, warum muss deine arme Katze eigentlich im Winter draußen schlafen? Was? Ich hab schon wieder Müll gefunden, Wahnsinn. Ernsthaft, Müll im Müll? Ja. Warum sollte jemand Müll in den Müll machen? Wer legt denn bitte der Müll in den Müll? So, lass mal gerade gucken. Voll komisch, die Menschen. Ja, eben. Jetzt. Da passt jetzt aber kein Weg mehr dazwischen, gell, wenn wir das so machen. Tja, muss Lumi, ja auch keinen Massenweg an der Seite weg. Machst du den hier weg, ist doch Wurst. Ich habe ein neues Buch Bist gefunden. Du einen in der Mitte haben? Geht ja eh nicht komplett nach unten. Guck mal, hier ist ja eh dann. Passt ja eh nicht hin. Hier können wir ja schon mal normal laufen. Passt ja eh nicht hin. Passt ja eh nicht hin. Wer nimmt eigentlich die Drogen von uns? Ich nicht. Aber du nimmst du Drogen? Das wäre mir jetzt ich neu. Ich hab Bier getrunken, ja. Das sind aber keine Drogen. Ist Alkohol für dich keine Droge? Ja. Bei Drogen denke ich halt eher an die harten Drogen tatsächlich. An die harten Drogen. Da fällt schon hier Dingens eigentlich raus. Für Gras mich. Und Bier? Gras, genau. Fällt da schon so ein bisschen raus. Ja, wir sind da sehr liberal eingestellt, merke ich. Merke ich auch. Ich kann meine Nudeln verkochen langsam. Weißt du mal, die Kira pennen? Gibt's halt Nudelbrei, nicht so schlimm. Mit Matratze hinten drin, ja. Matratze? Wo sind eure Tiere eigentlich gerade? Das Silo ist leer. Ja, keine Ahnung. Ich hab gesagt, ich kümmere mich nicht mehr um die Tiere. Ben wollt's machen. Hä? Was? Soll mich um alles kümmern? Ich war schon ewig nicht mehr bei den Tieren. Ich hab gesagt, ich mach die Farben. Hast du gesagt, ja, dann kümmere ich mich um die Tiere. Okay. Okay. Wo ich mich dann auch noch um das blöde Gewächshaus kümmere. Um das Gewächshaus hat sich niemand gekümmert. Doch, ja, ich war immer wieder drin, aber die haben jeden Tag haben die Früchte. Jeden verdammten Tag ja, haben die Bäume Früchte. Stück. Ja, haben die jeden Tag. 2 bis 3. Hm. Guck heute wieder rein. Sehe ich nicht ganz ein. Ich muss hier weg. Schön, wie euch Sargfleisch. Aber die Tiere haben Hunger. Sargfleisch uns nicht. Nein, nein. Geh mal das Heu, was Felix gerade weggeschmissen hat, wieder einkaufen. Ich möchte nicht erleben, wie Ben wirklich streitet. Er wird's laut. Echt? Ja. Ich dachte eher, da wird's böse, aber nicht laut. Böse sind wir so. Laut und böse. Es ist, also tatsächlich, wenn ich laut werde, ist es für mich auch böse werden, weil ich dann wirklich sauer bin. Tierbedarf, Heu. Zeit, mit dir zusammenzukommen, um zu sehen, wie du dich streitest. Du musst nicht mit mir zusammen sein und nicht mit mir zu streiten, du kannst einfach so mit mir streiten. What the fuck? Du kannst einfach mit Lumi in den Stau fahren im Auto. Frag mal Felix, der hat sich auch mit mir gestritten und der war nicht mit mir zusammen. Ja gut, wir streiten nach Mac, auch gut streiten. Nach MacPom 6 Stunden. Das meine ich nicht. Ich meinte mehr so die politischen Streits, die wir hatten. Ja, da hatten wir auch viele. Da haben wir ja, also im Autofahren das haben wir uns ja gar nicht gestritten, da waren es ja genau Streit. Das war. Nee, die politischen Sachen waren Streit. Die waren wirklich Streit. Da waren wir auch sehr lange nicht mehr bei FB befreundet. Wir haben auch nicht miteinander geredet, tatsächlich eine ganze Weile lang. Ist es unterstritten, dass ihr euch dann entfreundet habt überall? Ja, wir haben auch dann ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr nicht miteinander geredet, tatsächlich. Wow, okay. Das war schon echt hart. Das war mehr als eine Diskussion. Ich bin froh, mein Benny wieder zu haben. Ja, ich gehöre niemandem, ja? Ich bin ja niemandes Eigentum. Sag das nicht. Das kriegen wir noch geändert.
Was stand im Poesiealbum von meiner Freundin? Sei schlau, werde niemals Ehefrau. True word. Das meint ihr, warum ich noch nicht verheiratet bin? Ach, weil so, du keinen hast, der dich aushält. Also irgendwie, das passt hier hinten und vorne nicht mathematisch mit den scheiß Feldern. Ich hab keinen Bock mehr, ich hole mir meine Nudeln. Was ist denn? Macht ihr das? Nix. Felix und Benzi nicht zusammen, das ist eine Neuerung, ja. Was, Felix und Benzi nicht zusammen, das ist eine Neuerung? Nein, das ist schon lange gegeben. Er legt die Hand an die Hüfte und fängt an so hoch zu sprechen, dass Glas zerbricht. Überhaupt nicht. Nice, ich hole mir meine Nudeln. Nudeln. Holy shit, haben wir hier viel Stuff drin liegen. Holy moly. Macaroni. Eieiei. Ich zocke gemütlich, aber immer springt die Katze vor mir rum. Ey, hört auf mich ein zu. Ja, lullen? Nee, die Tiere haben sich alle um mich rumgestellt und ich nicht laufen konnte. Wir wollen Aufmerksamkeit, Benny. So ungefähr. Wollten wir nicht eigentlich Dingens mal verkaufen? Tatsächlich, ein paar Tiere? Ja. Wie ging denn das? Keine Ahnung. Achso, und es lohnt sich irgendwie. Doch, ich glaube, mit Rechtsklick da drauf. Ja, genau, könnte ich hier verkaufen für 469G. Lohnt sich aber erst, wenn die wohl irgendwie mehr Herzen haben. Also 5 Herzen ist wohl das Lohnendste. Ah, fuck, ey. So einen Unterschied macht das aber, glaube ich, gar nicht. Ja, die wollen halt weniger Futter haben, ne? Sonst wären schon welche verhungert, ja, könnte sein. Die sind so auf jeden Fall schon ein bisschen angefressen. Oh, die Ente ist ja teuer, holy shit. Ich glaube, ich verkaufe mal irgend so einen Kackhuhn. Ein Kackhuhn? Ja, so eins, was halt keine gute Laune hat. Und was einfach nur ein Standardhuhn ist. Ein Standardhuhn. Ja, das da zum Beispiel. Und dann würde ich sagen, brüten wir mal. Machen wir es so ein Entenei aus. Da. Hallo, Flower. So. Lumi, du bist ein Standardhuhn. Lumi ist unser Chicken, genau. So. Unser Chicken. Was? Lumi, wie geht's unserem Chicken? Lumi ist unser Standardhuhn. Bock, 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 oder was? Ja, so ungefähr. Wir haben dich gerade verkauft. Was? An wen und für wie viel? Für ziemlich billig tatsächlich. Ja, es ist heute ein Alle-gegen-Lumi-Stream. So. Lumi vs. Die Welt. Wie heißt das? Da gibt's einen Film. Vs. The World oder sowas. Ah, das ist so ein Meme-Film. Der fällt mir auch gerade nicht ein, wie er heißt. Lumi Against the World? Nee. Scott Pilgrim vs. The World oder sowas heißt der. Ich verhungere nicht auch ohne Pitcher. Ich überlebe. Was isst denn du jetzt? Dein Bier wieder oder was? Ich esse mein Bier, ja. Ah, Lungenbier. Lungenbrötchen. Nee, das ist was anderes. Ich esse Nudeln, aber ich bin irgendwie mit der Anordnung der Dinger nicht zufrieden. Dann ordnen sie anders an. Mach die Wege halt nochmal weg und mach die auch mit neu. Ja, dann müssen wir hier komplett neu machen. Ja, mach! Ja, aber hier, das nützt dir eben, dann müssen wir noch weiter nach außen gehen vielleicht. Mach doch, hast doch Zeit. Benni, hast du jetzt eigentlich schon deine komische Puppe im Museum abgegeben? Nee, die habe ich in die Truhe geschmissen. Okay. Ich habe jetzt fast alle Geoden aufgebrochen und bin jetzt bei den gefrorenen Geoden und habe immer noch 50 in der Hand. Naja, dann, hau rein. Und es ist schon 18.10 Uhr, ich stehe hier quasi beim Gast und der macht die Überstunden. Ich fürchte, den Weg eins nach rechts zu machen, nützt uns rein gar nichts, weil nämlich dann trotzdem... Oh, ich habe eine Szene wieder. Moment. Ja, Lumi? Ben. Du hast mich erwischt. Ich wollte heute Emily um eine Verabredung bitten. Ich war an ihrer Tür und alles, aber dann habe ich sie kommen gehört und bin in diesen Busch gesprungen. Jetzt warte ich, bis ich mit Caroline fertig geredet hat, damit ich mich wieder in mein Haus schleichen kann. Was hast du gerade gesagt? Du würdest nie wieder deine Werkzeuge verbessern lassen, wenn ich sie nicht frage? Du bist ein Bösewicht, Ben. Okay, ich mach's.
muss mich nur an den Rat erinnern, den du mir in der Kneipe gegeben hast, Ben. Emily? Entschuldige, Caroline, könntest du mich kurz entschuldigen? Ja, Clint? Ich habe mich nur gefragt, ob du mit mir morgen... Ich habe 2 Tickets für den krempelten Karneval morgen. Würdest du mit mir hingehen? Klar, Clint, das klingt lustig. Wirklich? Okay, ich hol dich um 5 ab. Okay, man sieht sich morgen. Hast du das gesehen? Ich habe morgen Nacht ein Date. Oh Mann, ich bin so nervös. Ja. Geht zu wetten? Ist das seriös? So, ich bin wieder da. Ich bin schon im Bett, ich muss Nudeln essen. Über welche seriösen Wetten habt ihr geredet? Nein, wir hatten gerade das Gesprächsthema, dass Lumi überhaupt schon jemals seriöse Wetten von mir erhalten hätte. Und, hat sie? Nö, anscheinend nicht. Es ging um seriöse Angebote und dann meinte er, die Bierwette sei seriös, aber ob das jetzt seriös ist, wäre mal dahingestellt. Eigentlich dürftet ihr ja um nichts wetten, was mehr als 50 Cent Einsatz ist, ne? Du brauchst eine Genehmigung. Bei? Weil das in dem Staatsvertrag für Glücksspiel steht. Ernsthaft? Yep. Alles, was über 50%, über 50 Cent Einsatz beinhaltet, muss vom Staat beaufsichtigt werden. Dann sollten wir am schnellsten mal einen Antrag raussenden, damit wir den Staatsapparat etwas beschäftigen. Ich glaube, bei Wetten untereinander ist was anderes, aber es geht, glaube ich, um gewinnorientierte Wetten tatsächlich an der Stelle. Ja, nichts gewinnorientiert. So, und wo ist jetzt rostiger Sporn oder was? Nee, da ist eine Puppe. So eine grüne Puppe muss da drin liegen. Wo? Ich bin der Meinung, auch in der Truhe, wo die Geoden lagen. Ach so, ich habe jetzt in der Ausrüstung. Hier. Merkwürdige Puppe, okay. Die reiche ich mal ein. Und die prismatische Scheibe nehme ich auch mal mit. Ich glaube, die konnte man nämlich auch abgeben. Na, dann mach das mal. Haben wir die schon abgegeben? Nee, ich glaube noch nicht. Nee, ich glaube, wir hatten bis jetzt nur 3 und wir haben keinen davon abgegeben. Wir haben uns letztens dafür entschieden, das Schwert zu machen, was du verloren hast. Ich hab das noch. Achso, wir haben es noch? Okay. Ja, da wenigstens das. Ich gehe ins Bett. Ich bin schon drin. Ich angel noch. Ja, lass dir Zeit, ich muss meine Nudeln noch fertig essen. Ich esse noch ein bisschen Ketchup nebenbei. Ketchup pur, Alter. Naja, wenn ich jetzt zum Kochtopf gehe und mir extra Wiener mache, dann dauert das wieder Zeit und die haben wir nicht, weil wir gerade. Ja, ist die Wiener kalt mit dem Ketchup dazu? Nein. Du isst jetzt ernsthaft Ketchup pur? Mhm. Mit Tintenfisch geangelt. Wupp, wupp. Was ist mit dir kaputt? Ich esse Ravioli kalt, also. Wenn wir so eine Scherbe haben, könnte ich mir auch das Schwert holen. Ja, könnte ich, aber wir könnten es auch abgeben. Ich meine, wir müssen dieses Museum ja auch irgendwann fertig machen. Wenn wir die prismatische Scheibe im Museum abgegeben hätten, dann könnte der Benny das Schwert kriegen. Hätte ich noch nie gesagt, was dagegen. Was? Und vorher schreibst du mich bitte an, Chris. Also jetzt ernsthaft. Was, bevor Chris nichts mehr zu essen hat, weil Geld aller ist? Quasi. Da kann ich auch aushelfen, tatsächlich. Sonst aktuell. Kriegst du von uns Pizza. Zurückbestellt. Mal zurück, Chris. Wir haben eine Pizza. Ja, so viel kann man nicht leisten, aber du kannst ja selber Pizza kaufen für 2 Euro oder so. Ja, warum? Wir können ja selber an seine Adresse bestellen, mein Gott. Ich habe seine Adresse nicht, glaube ich. Ja, dann muss er sie geben. Ich habe nur den Namen über PayPal. An diesen Chris, der muss da irgendwo in Dingens wohnen. In Berlin. Ich habe seine Adresse noch. Ich habe den Papa aufgehoben vom Paket. An den einen Chris XYZ in Berlin. Bitte dahin liefern. Ja, welche Straße? Weiß ich doch nicht, ich finde sie raus. Hier haben sie noch 50 Cent für das Ratespiel. Sie sind doch der Lieferdienst, nicht mein Problem. Ich wohne doch nicht da.